Ashtanga Yoga Friedrichshain und die Yoga-Praxis in Schöneberg wünschen dir viel Spaß beim Yoga. Dies ist eine Praxis angelehnt an die zweite Serie des Ashtanga Yoga. Erde dich, bring die Hände vor dem Herzen zusammen, atme aus und ein für Om. Lass die Arme sinken. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, beug dich vor. Halbe Vorbeuge, ein, zurück in die schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, komm in den herabschauenden Hund. Erde dich über die Hände. Die Finger sind schön aufgefächert. Lass die Fersen Richtung Boden sinken. Schau nach hinten, eher Richtung Bauchnabel. Und läng dich über die Rückseiten der Beine. Nach der nächsten Ausatmung schau nach vorn, komm zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Beug die Knie, komm mit langem Rücken hoch. Einatmen, streck dich. Und ausatmen, senk die Arme. Einatmen, Urdhva Hastasana, ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana, zurück in die schiefe Ebene. Chaturanga Dandasana, einatmen, Urdhva Mukha Svanasana, ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Ich zähle auf die Ausatmung. Eins, 2, 3, 4, 5. Komm nach vorn. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhva Hastasana. Und ausatmen, Samastiti. Ein, streck dich lang, aus, beug dich vor. Halbe Vorbeuge, ein, ausatmen, dein Vinyasa. Herabschauender Hund. Eins, zwei. 3, 4 und 5. Einatmen, wieder halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge, weiter Rücken. Einatmen, streck dich lang, heb die Arme und ausatmen. Samastiti. Surya Namaskar B. Einatmen, Utkatasana. Ausatmen, beug dich vor. Halbe Vorbeuge, zurück in die schiefe Ebene. Chaturanga Dandasana, einatmen, deine Rückbeuge. Ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein geht vor, linker Fuß schräg. Einatmen, erster Krieger. Zurück über die schiefe Ebene, dein Weg nach unten. Einatmen, deine Rückbeuge und ausatmen in den herabschauenden Hund. Linkes Bein geht vor, rechter Fuß schräg. Ein, erster Krieger auf der anderen Seite. Ausatmen, na zurück über die schiefe Ebene, stabile Mitte. Einatmen, aus den Schultern rausziehen und ausatmen in den herabschauenden Hund. Eins, zwei,
3, 4, 5. Schau nach vorn, komm zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge ein, ganze Vorbeuge aus. Beug die Knie tief, Oberkörper aufrichten, Utkatasana, setz dich in die Fersen. Ausatmen, streck die Beine und senk die Arme. Und nochmal, einatmen, Utkatasana, ausatmen, Uttanasana. Halbe Vorbeuge ein, lange Rücken, lange Beine, zurück in die schiefe Ebene. Chaturanga Dandasana. Einatmen, Adho Mukha Svanasana, ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Rechtes Bein geht vor, linker Fuß schräg. Wir bleiben jetzt in Virabhadrasana A. Mit der Einatmung kommst du nach oben. Genau. Das vordere Bein noch ein bisschen tiefer beugen, dich trotzdem aus der vorderen Hüfte rausziehen in die Länge. Noch 2 Atemzüge hier. 1 und 2. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Das linke Bein geht nach vorn. Rechter Fuß schräg. Einatmen, Virabhadrasana A auf der anderen Seite. Bleib hier ruhig auch, dass du ein bisschen in die Kraft kommst. Erde dich über die Füße. Und läng dich über die Fingerspitzen. Die Schulterblätter können so in den Rücken ziehen. 1. Der letzte Atemzug. 2. Zurück über die schiefe Ebene. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Jetzt zähle ich nicht. Bleib so. 4, 5 oder 6 Atemzüge hier. Fließ mit dem Atem. Komm an dem Asana. Die Schultern weg von den Ohren. Nach einem Atemzug hier. Und nach der nächsten Ausatmung. Schau nach vorn. Komm zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge. Adha Uttanasana, ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen Utkatasana und ausatmen Samastiti. Ein letzter Sonnengruß Surya Namaskar B. Beug die Knie tief. Einatmen Utkatasana, ausatmen Vorbeuge. Ein, zurück in die schiefe Ebene. Dein Weg nach unten. Einatmen deine Rückbeuge. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Rechtes Bein geht vor, linker Fuß schräg, ein, erster Krieger. Ausatmen, zurück, über die schiefe Ebene, dein Weg nach unten. Einatmen, deine Rückbeuge. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Linkes Bein geht vor, rechter Fuß schräg, einatmen, Krieger links. Ausatmen, zurück. Dein Weg nach unten, einatmen, zieh dich aus den Schultern raus und ausatmen in den herabschauenden Hund. 1, 2, 3, 4, 5. Schau nach vorn, komm zu deinen Händen, halbe Vorbeuge ein, ganze Vorbeuge ausatmen. Beug die Knie, einatmen Utkatasana, ausatmen Samastitihi. Tritt mit dem rechten Bein zurück, Arme auf Schulterhöhe, rechter Fuß geht raus. Mit der Ausatmung komm in Trikonasana. Greif den großen Zeh, der Einatmung dreh dich auf. Zieh das Steißbein nach unten, aktive Mitte und dein Blick geht zum Daumen nach oben. Jetzt gern den Daumen so über dein Gesicht bringen.
der nächsten Ausatmung, mit der Einatmung, so nach oben, rechter Fuß geht rein, linker Fuß geht raus, Becken ist schräg, ausatmen, Trikonasana, A auf der anderen Seite. Und dass das im vorderen Knie, das nicht eingerastet ist, so Aktivität hast, zieh die Kniescheibe hoch, schau zu deinem Daumen und erde dich über deine Füße. 3, 4, 5. Einatmen, richte dich auf. Der rechte Fuß geht raus, der linke Fuß schräg, die Hüfte quer. Und mit der Ausatmung bringst du den linken Arm außen an den rechten Fuß, den anderen Arm streckst du nach oben aus und du kommst in die Drehung für Parivrita Trikonasana oder Trikonasana B. Zwei, drei, vier, fünf, einatmen, richte dich auf, dreh dich auf den Fersen, linker Fuß raus, rechter Fuß schräg, Hüfte quer, ausatmen, rechte Hand an die Position, linken Arm nach oben ausstrecken, mach dich lang im Oberkörper, dreh dich. Der Blick geht zum oberen Daumen. Trikonasana B. Drei. Vier. Atme Ujjayi. Fünf. Einatmen, komm nach oben, Arme auf Schulterhöhe. Ausatmen, Samasthiti. Tritt oder spring mit dem rechten Bein zurück. Einatmen, rechter Fuß geht raus, ausatmen, platziere die Hand außen für deine Variante vom Parshvakonasana. Parshvakonasana A. Genau. Schau in deine obere Ellenbeuge, erde dich über den hinteren Fuß, das Knie vorne, das gebeugte gegen den Oberarm. Die hintere Hüfte. 3, 4 und 5. Einatmen, Parshvakonasana A auf der anderen Seite. Platziere deine Hand in deiner Position. Und auch hier guck, dass du vom oberen Arm das Schulterblatt hinten so in den Rücken ziehst, dass du ganz viel Weite hast in der oberen Schulter, Arm ist gestreckt, Handfläche zeigt zum Boden. Ein letzter Atemzug, ausatmen mit der Einatmung, komm nach oben, dreh dich, rechtes Bein geht vor, du kommst in deine Variante vom Parshvakonasana B. Jetzt gerne die Hände vor dem Herzen zusammenbringen, in die Drehung gehen. Die hintere Ferse kann oben bleiben oder der hintere Fuß schräg, nur deine Variante. Bleib hier noch 2 Atemzüge. 1, 2. Komm mit der Einatmung nach oben, dreh dich. Linker Fuß geht raus, rechte Ferse ist oben. Rechter Arm geht über das linke Knie. Bring die Hände in deine Position und beginn mit deinen 5 Atemzügen. 1, 2, 3, 4 und 5. Einatmen, komm nach oben, Arme auf Schulterhöhe, ausatmen, Samasthiti. Tritt oder spring mit dem rechten Bein zurück. Prasarita Padottanasana, ausatmen, Hände in die Seiten, einatmen, länglich, mit der Ausatmung beug dich vor, lass die Hände in den Seiten für Prasarita Padottanasana B. Der Scheitelpunkt zieht zum Boden, die Oberschenkel ziehen Richtung Decke. Kannst die
Ellenbogen zueinander bewegen oder auch dich in den Schultern weit machen und die Ellenbogen auf Rumpfhöhe bringen. Erde dich über die Füße und bleib noch 2 Atemzüge hier. 1, 2. Mit der nächsten Einatmung kommst du ganz nach oben. Ausatmen, löst die Hände. Bring die Hände im Rücken zusammen. Verschränk die Finger. Einatmen, mach dich lang über die Vorderseite. Und ausatmen, geh in die Vorbeuge. Lass den Kopf hängen oder zieh den Scheitelpunkt zur Matte. Die Arme gehen mit in die Bewegung. Und dass die Außenkanten der Füße geerdet sind, die Kniescheiben nach oben gezogen, die Beine sind ganz aktiv. 1 und noch ein 2. Atemzug. 2. Mit der Einatmung kommst du nach oben, ausatmen, löst die Hände und tritt nach vorn oder spring zur Samasthiti. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, beug dich vor. Halbe Vorbeuge ein, zurück in die schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, deine Rückbeuge. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Für Paschasana springst du jetzt in die Hocke, kannst die Fersen am Boden lassen oder auf die Ballen kommen und es geht zuerst mit der Drehung nach links, rechter Arm über das linke Knie, bring die Hände vor dem Herzen zusammen, dreh den Kopf mit und schau Richtung oberer Ellenbogen. Paschasana, die gedrehte Hocke. Bleib hier noch 2 Atemzüge. 1, 2. Einatmen, wechselst du die Seite, linke Ellenbogen geht übers rechte Knie und die Hände wieder vor dem Herzen zusammen. Das ist eine gute Balanceübung, zieh dich raus, heb so ein bisschen das Becken und dreh dich mehr über die linke Seite. Guck zu deinem oberen Ellenbogen. Ein Atemzug und noch 1, 2. Einatmen, komm raus, ausatmen, setz die Hände auf, zurück in die schiefe Ebene, Vinyasa Chaturanga, Dandasana, einatmen, Rückbeuge, ausatmen, in den herabschauenden Hund. Und jetzt komm auf deine Weise zum Sitzen für Crown Shasana. Das rechte Bein, die rechte Ferse ist außen neben dem Becken, setz dich bitte auf eine Decke. Wenn du Crown Shasana noch nicht gemacht hast. Und dann greifst du mit deinen Händen jetzt den linken Fuß, heb das linke Bein an. Das Bein kann erstmal gebeugt sein, musst dich so ein bisschen zurücklehnen und dann arbeite in die Streckung vom linken Bein. Und dann kannst du das Bein und den Oberkörper zueinander bringen. Mehr das Bein zum Oberkörper als umgekehrt. Schulterblätter ziehen in den Rücken, dass die Schultern entspannt sind. Noch einen letzten Atemzug hier. Ausatmen, mit der Einatmung läng dich und dann wechsel die Seiten. Linker Fuß geht außen, neben die Hüfte, das rechte Bein. Kannst du den Fuß greifen? Vielleicht bleibt das Bein auch die ganze Zeit gebeugt. Du arbeitest in die Streckung. Wenn das Bein lang ist, bringst du Bein und Stirn zueinander. Dass du in die Länge arbeitest, auch die Zehen lang machst. Schulterblätter ziehen in den Rücken. Genau. Eine letzte Ausatmung hier. Mit der Einatmung läng nochmal den Oberkörper, schieb das Bein von dir weg. Und mit der Ausatmung kommst du zurück in die schiefe Ebene. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Urdhva Mukha Svanasana.
Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Mach den Abstand zwischen den Händen und den Füßen ein bisschen größer, dass du dich in die schiefe Ebene ziehen kannst. Und mit der nächsten Ausatmung legst du dich auf der Matte ab. Shalabhasana, A und B sind die nächsten Asana. Handrücken liegen am Boden. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Oberkörper und die Beine an. Schieb das Schambein in den Boden, lenk dich über die Zehenspitzen. Du kannst den Kopf gerne mit in die Bewegung nehmen, ohne das Kinn nach vorne zu schieben. 3, 4 und 5. Veränder die Handhaltung, Hand aufsetzen auf der Matte an den unteren Rippen. 2, 3, 4 und 5. Setz die Hände ab. Mit der nächsten Einatmung schiebst du dich in die Rückbeuge. Mit der Ausatmung kommst du in den herabschauenden Hund. Roll dich in die schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga auf dem Bauch ablegen. Der linke Arm geht jetzt vor den Oberkörper so quer, dass der so mit der Matte abschließt. Und mit dem rechten Arm greifst du den rechten Fuß. Entweder zeigen die Fingerspitzen nach hinten oder nach vorne. Bikasana, einseitiges Bikasana machen wir. Du drückst die Fuß nach unten und das Knie hebt sich. Das rechte Knie, Oberkörper geht mit in die Rückbeuge. Schiebt die Leiste in den Boden, die rechte Leiste. Bleib hier noch einen tiefen Atemzug, dann löst das Ganze auf und der rechte Arm geht nach vorne. Genau, Oberkörper ist so ein bisschen gehoben, nicht sehr hoch. Wieder die Hand auf den Fuß, Fingerspitzen zeigen nach vorne oder nach hinten und der Fuß gleitet so an der linken Hüfte Richtung Boden, das linke Knie hebt sich und du schiebst die linke Hüfte in den Boden, dass die Leiste ganz lang werden kann. Bleib noch einen tiefen Atemzug hier und ausatmen. Löst die Hand, setz die Hände an den, auf Höhe der unteren Rippen auf. Mit der Einatmung kommst du in Urdhva Mukha Svanasana, mit der Ausatmung zurück in Adho Mukha Svanasana. Mach den Abstand vielleicht wieder ein bisschen größer, zieh dich in die schiefe Ebene, ausatmen, auf der Matte ablegen für Dhanurasana. Greif die Füße, entweder die Knöchel oder die Fußrücken, schieb wieder das Schambein in den Boden und mit der nächsten Einatmung hebst du die Knie und den Oberkörper, die Arme sind ganz lang, schieb die Füße in die Hände rein, dass du in den Bogen ziehst. 3, 4, 5. Dann löst du die Hände, einatmen. Mit der Ausatmung bringst du die Stirn auf die Hände, die übereinander liegen. Eine kleine Abwandlung aus der zweiten Serie. Wir machen jetzt Urdhva Dhanurasana. Dhanurasana, den Bogen noch ein zweites Mal. Greif wieder die Füße. Schieb das Schambein, den unteren Rücken in den Boden. Komm hoch in den Bogen. 2, 3, 4. Zehen Richtung Decke. 5. Einatmen. Raufschauender Hund. Ausatmen. Herabschauender Hund. Ganz ruhig einen Atemzug hier bleiben. Und dann kommst du in den Kniestand für Ustrasana. 2 Varianten von Ustrasana. Entweder du stellst die Zehen auf. Die Hände, wenn du in die Rückbeuge gehst, zeigen die Daumen nach außen. Schieb die Leisten nach vorne, dass du dich ganz lang machst über die Vorderseite. Beckenboden ist aktiv,
dass du trotzdem Weite im Rücken hast. Der Kopf geht mit in die Rückbeuge. Oder die Variante mit flachen Füßen, kannst du gleich reingehen. Füße flach machen auch hier. Schieb die Leisten erst nach vorne und dann zeigen die Fingerspitzen nach hinten, die Daumen nach außen. Läng dich über die Leiste. Bleib noch einen Atemzug hier. Einatmen. Mit der Ausatmung. Der nächsten Einatmung kommst du nach oben. Und mit der Ausatmung fließt du in dein Vinyasa. Vom herabschauenden Hund jetzt nach vorne in die Hocke für Bakasana. Guck, dass du dich gut erdest, bring eine Decke nach vorne für zur Sicherheit. Dann beug die Ellenbogen, Becken bleibt oben, du legst die Knie an die Oberschenkel, Gewicht nach vorne ziehen, schau nach vorne zur Decke oder und dann heb erst einen Fuß und dann vielleicht den zweiten Fuß und beide zusammen. Zehen oder die Innenseiten der Füße können sich berühren. Bauchnabel zieht rein, mach dich ganz weit im Rücken, ganz viel Kraft in die Arme. Bleib hier noch einen Atemzug und dann zurück in Chaturanga Dandasana. Einatmen, Rückbeuge und ausatmen in den herabschauenden Hund. Komm zum Sitzen für Bharadvajasana. Der rechte Fuß geht nach innen, der linke Fuß nach außen. Genau. Du kannst auch mit dem rechten Fuß in den Lotus gehen und dann drehst du dich zuerst nach rechts für Bharadvajasana. Rechte Hand kann den Fuß greifen. Mit der Einatmung gehst du in die Länge und mit der Ausatmung drehst du dich. Mach deine vordere Seite lang und deine Rückseite kurz. Du kannst dich gerne auch auf eine Decke setzen für eine Variante von Bharadvajasana. Nochmal lang machen mit der Einatmung und dreh dich mit der Ausatmung nach rechts. Mit der nächsten Einatmung kommst du wieder nach vorne, löst das Ganze auf. Der rechte Fuß geht nach außen und der linke Fuß nach innen oder in den halben Lotus. Für die Drehung nach links nimmst du den rechten Arm auf das rechte Knie oder unter das rechte Bein setzen. Auch hier wieder deine Rückseite, deine hinten rechte Flanke machst du kurz, deine vordere linke lang. Bleib hier noch zwei Atemzüge. Eins und zwei. Mit der nächsten Einatmung komm nach vorne, ausatmen, löst das Ganze auf und fließ durch dein Vinyasa. Komm vom herabschauenden Hund zum Sitzen und geh dann gleich zurück in die Rückenlage für Schulterbrücke oder Urdhva Dhanurasana. Ich überlasse es dir, ob du gemischt Schulterbrücke und Urdhva Dhanurasana machst, in jedem Fall 3x5 Atemzüge. Der Einatmung rollst du das Becken nach oben für die Schulterbrücke. Deine Handhaltung kennst du. Wenn du in Urdhva Dhanurasana bist, guck, dass du das Gewicht von den Füßen und den Händen dich erdest und nach oben ziehst. Die Schultern bringst du über die Hände. Der Kopf guckt entweder nach vorn oder du schaust zwischen deine Hände. Läng dich über die Leisten und mit der nächsten Ausatmung senkst du den Kopf ab und mit der Einatmung kommst du für die zweite Urdhva Dhanurasana. Du kannst gerne enger laufen, wenn du merkst, dass du mehr Weite im Rücken hast. Zieh dich lang nach oben
Erde dich über die Füße und die Hände. Manchmal. Und ein letztes Mal einatmen, Urdhva Dhanurasana. Manch einem ist es ganz angenehm, auch nochmal die großen Gesäßmuskeln zu aktivieren, dass du Aktivität im Rücken hast. Achte aber in jedem Fall darauf, dass deine Mitte stark ist, Beckenboden aktiv. Mit der nächsten Ausatmung komm zum Boden, leg dich lang, kannst über die Seite oder nach oben rollen für Paschimottanasana. Streck die Beine lang auf der Matte und dann roll dich ein für die Vorbeuge. Geh langsam rein, Hände an die Unterschenkel oder greif die Füße von außen, deine Variante. Und lass dich langsam Richtung Oberschenkel sinken, das Kinn eher Richtung Kehle. Nach den Rückbeugen diese Vorbeuge. Bleib hier ruhig noch 2 tiefe Atemzüge und fließ mit deinem Atem. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf. Der Ausatmung leg dich in die Rückenlage. Salambhasavangasana, der Schulterstand, der Einatmung. Kommst du da rein? Wir bleiben hier so 10 bis 15 Atemzüge. Du kannst gerne auch bis zu 25 Atemzüge da bleiben. Ob das dein Nacken schön lang ist, du das Kinn eventuell noch ein bisschen mehr Richtung Kehle ziehst. Und arbeitest in die Länge im Rücken, ohne dass du die Freiheit im Nacken aufgibst. Vielleicht kannst du die Knöchel zueinander bewegen. Füße sind eher entspannt. Beobachte deinen Atem, wie der möglicherweise jetzt auch ruhiger wird. Es geht zum Ende der Praxis. Und mit der nächsten Ausatmung kannst du langsam abrollen für Matsyasana. Entweder du lässt die Beine lang, kannst die Hände gerne unter dein Gesäß bringen und dann kommst du auf die Ellenbogen, gehst in die Rückbeuge, der Hinterkopf auf die Matte, in deine Variante von Matsyasana. Wenn du im Lotus die Füße greifst, dann zieh dich noch ein bisschen mehr in die Rückbeuge. Wenn du die Oberarme auf dem Boden hast, schieb dich in die Rückbeuge. Heb das Brustbein. Matsyasana, der Fisch. Noch 2 Atemzüge. 1, 2, dann löse Matsyasana den Fisch auf. Für Uttana Padasana streck die Beine und die Arme Richtung Decke. Bleib in der Rückbeuge. Aktivität auf der Vorderseite und auf der Rückseite deines Körpers. Die Variante wäre, die Beine am Boden zu lassen. Noch ein Atemzug hier. Und dann heb den Kopf, bring die Füße zum Boden. Und gleite aus, mach dich lang für Shavasana. Lass die Zehen nach außen fallen, die Arme ruhig ganz weit rechts und links ausgestreckt, dass die Schultern, die
die Schulterblätter ganz flach sein können, der Nacken ist lang. Bleib hier so lange in Shavasana, 5 bis 10 Minuten. Und dann beende deine Praxis. Selbstständig.